Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Kai Niebert. Ich darf Sie hier die nächsten knapp 55 Minuten ein bisschen durchs Programm leiten, wobei das bei so einem hervorragenden Stagehost wie dem Rolf ja nahezu überflüssig ist, hier noch zu übernehmen. Ich freue mich, dass Sie da sind, um mit uns jetzt über, wie es in der Überschrift des Panels heißt, über die großen Gestaltungsaufgaben für Politik zu reden. Gerade in der Umwelt, in der Nachhaltigkeitsszene herrscht ja so ein bisschen die Tendenz zu privatisieren, und das trifft für die Digitalisierungsszene sicherlich genauso zu. Das kann man sehr gut daran ablesen, allein schon an den Umsätzen von Zeitschriften, von sogenannten Nachhaltigkeitszeitschriften. Ja, es sind eben nicht die politischen Zeitschriften, die hohe Umsätze haben, sondern vielleicht kennen Sie es, Hügge. Das Magazin, das uns ein Leben wie Bullabü verspricht, ja. Oder ähnliche Magazine, wo es im Prinzip darum geht, Nachhaltigkeit zu begreifen als ein "Koch dir deine Marmelade selber und fühl dich wohl zu Hause". Wir glauben, dass sowohl Nachhaltigkeit als auch Digitalisierung vor größeren Herausforderungen steht. Deswegen haben wir ein aus meiner Sicht hochspannendes Panel hier heute zusammen eingeladen. Ich freue mich, als erstes Andrea Bauer begrüßen zu dürfen hier mit uns. Ja, gerne. Genau. Andrea Bauer ist, danke. Andrea Bauer ist Innovationsexpertin, Strategin für Digitales und, was ich hochspannend finde, da wird sie uns sicherlich auch gleich noch Genaueres zu erzählen, sie hat Hardwareprojekte begleitet, um den Klimawandel zu stoppen. Schön, dass du da bist. Als nächstes möchte ich Dirk Meyer, Abteilungsleiter im Bundesumweltministerium, hier bei uns begrüßen. Dirk Meyer hat schon in verschiedenen Ministerien gearbeitet, kommt aus Nordrhein-Westfalen. Du hast ein Ministerium für Innovation maßgeblich mitgestaltet und sollst jetzt die Fäden im Umweltministerium zusammenführen. Schön, dass du da bist. Und den dritten im Bunde brauche ich eigentlich gar nicht vorzustellen. Nach der grandiosen Eröffnung heute Morgen, Tilman Santarius, Mr. Rebound in der Digitalisierung. Schön, dass auch du da bist. Genau, ich reiche euch hier mal Mikros weiter. So. Ich gebe auch meins gleich aus der Hand, da liegen noch mehr. Als Moderator soll man seins nie aus der Hand geben, ich weiß. Als Eröffnung möchte ich euch bitten, gleich einmal kurz einzusteigen mit kurzen Statements. Wir werden jetzt hier erstmal miteinander diskutieren, aber Sie und ihr werdet natürlich auch noch die Möglichkeit bekommen, hier kritische Nachfragen zu stellen und euch an der Diskussion zu beteiligen. Aber erstmal für den Anfang. Politik steht vor der großen Aufgabe, die großen Entwicklungen der Gesellschaft, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenzubringen. Wenn ihr mal 10 Jahre in die Zukunft schaut, was hat Politik in 10 Jahren alles richtig gemacht, wenn sie es tatsächlich geschafft hat, Digitalisierung und Nachhaltigkeit so zusammenzubringen, dass wir ein gutes Leben führen können? Andrea, magst du beginnen? Gerne. Hallo erst nochmal. Vielen Dank für die Einladung. Was haben die richtig gemacht in 10 Jahren? Wir hatten vorhin über Bhutan unterhalten. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere von Bhutan mal gehört haben. Die haben den Glücksindex als Zielkennzahl der Ökonomie dort. Und in 10 Jahren wünsche ich mir auch hier in Deutschland, dass wir CO2 negativ sind, dass wir das digital unterstützt messen können. Gleichzeitig ist aber, wenn man diese zwei Bereiche zusammenfasst, also Digitales und Ökonomie, also Umweltschutz, geht es natürlich um, also erstmal Utopien zu schaffen, aber gleichzeitig irgendwie, also gerade mit exponentiellen Technologien, muss man eben da aufpassen, man muss digitale Bildung unterstützen, damit wir keine Dystopien schaffen, weil es geht nämlich in Windeseile, dann kannst du auch mal in eine falsche Richtung gehen. Genau, also ich wünsche mir in 10 Jahren CO2 negativ zu sein in Deutschland und diesen Overshoot Day, also eigentlich auf den 1. Januar wieder zurückzuschieben. Wunderbar, vielen Dank. Dirk, willst du fortfahren? Ja, sehr gerne. Auch von meiner Seite, hallo erstmal, wie man in OWL sagt. Ja, in 10 Jahren würde ich sagen 4 Punkte. Erstens, wir sind auf dem Platz. Das heißt, die Themen Nachhaltigkeit
und digitale Welt finden nicht mehr in getrennten Silos statt, sondern haben Brücken zueinander geschlagen und haben sich gegenseitig durchdrungen. Das ist aus meiner Sicht deshalb notwendig, weil der Nachhaltigkeitsstrang im Wesentlichen unterwegs ist mit den Grenzen des Erdsystems und die digitale Zukunft derzeit im hohen Maße im Sinne der Wohlstandsentwicklung gedacht wird. Beide müssen zusammengebracht werden und sind in 10 Jahren jedenfalls viel stärker aufeinander zugegangen. Punkt 1. Punkt 2, es gibt ein europäisches digitales Nachhaltigkeitsmodell zwischen aus meiner Sicht jedenfalls zwei Dystopien, nämlich dem marktgetriebenen, monopolisierten US-amerikanischen Modell und dem chinesischen staatsparteilichen Modell gibt es ein plurales, demokratisches und an vielen Stellen auch rekommunalisiertes Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsmodell, mit dem wir unterwegs sind, und wir haben eine eigene Agenda diesbezüglich entwickelt. Punkt 3, wir haben damit eine klare Vision von einer digitalisierten Nachhaltigkeitsgesellschaft. Das heißt, wir haben in diesen 10 Jahren eine Digitalagenda in diesem Sinne für Deutschland entwickelt und wir haben auch eine für Europa entwickelt und wir wissen, wie wir diese beiden Stränge zusammenbringen. Und Punkt 4, wir haben alle auf dem Schirm, dass Digitalisierung im Hinblick auf die Nachhaltigkeit einem klaren Gestaltungsanspruch folgt. Das heißt, digitalisierte Technologien helfen uns, aber sie ersetzen sie nicht. Sie erkennen die Zukunftschancen, das heißt, wir bremsen an bestimmten Stellen nicht nur, sondern wir öffnen Kreativität, etwa im Hinblick auf die smarten Kommunen, um diesbezüglich unterwegs zu sein. Wir haben Bündnisse geschmiedet, die quer zu bisher denkbaren Bündnissen funktionieren. Und wir haben Situationen, um es an einem Beispiel klar zu machen, wo in einer Smart City nicht Google die Angebote in Konsortialverträgen wie früher die Energieunternehmen machen und die Kommunen in Ketten schlagen, sondern wir haben kommunale digitale Infrastrukturen, die die Daten den Kommunen gehören lassen und gemeinsam mit den Menschen, den Bürgerinnen und Bürgern sozusagen die digitale nachhaltige Zukunft in der Kommune basteln. Das wäre meine Vorstellung für das, was in 10 Jahren ansatzweise zumindest auf den Weg gebracht sein muss. Mir juckt es schon, aber Tillmann, du darfst erstmal. Ja, 10 Jahre sind ja irgendwo auch eine lange Zeit und deswegen, ich schließe mich zwar meinen Vorrednern und Vorrednerinnen an, aber ich würde das eigentlich lieber, dieses Programm sozusagen auf die nächsten 2-3 Jahre konzentrieren, so auf den Platz kommen, vernetzen, voneinander lernen, da ist bestimmt auch noch viel da und dann richtig Politiken einführen, konkrete Regulierungs- und Förderungsinstrumente. Und als allererstes, glaube ich, brauchen wir, und das ist diese ganze Frage der materiellen Basis der Digitalisierung, brauchen wir eine, auf EU-Ebene zum Beispiel eine IT-Design-Richtlinie. Also eine Richtlinie, die ganz klar festschreibt, wo kommen die Materialien her in den Geräten, wie sind die Geräte gebaut, modular, reparierfähig, wie lange müssen Hersteller Software-Updates bereitstellen, das haben wir eben von Lorenz Hilti gehört, eine Vereinheitlichung, auch bei den Geräten haben wir ja schon gesehen, bei den Handy-Ladesteckern, da ist ganz viel Luft drin, um politisch zu regulieren, damit die Produktzyklen erstens nachhaltiger werden, also wenigstens ein kleines Stück weit Richtung Kreislaufwirtschaft kommen und zweitens länger werden, einfach damit wir diese Geräte nicht so schnell auf einen Elektroschrottberg verfrachten müssen, wie wir es bisher tun. Und drittens eben die Arbeits- und Sozialstandards in der Produktion und die Umweltstandards wesentlich besser werden. Also so eine IT-Design-Richtlinie. Dann, das ist sozusagen die Basis von allem, würde ich sagen. Und dann könnte man jetzt reingehen und ich stelle mir das immer so vor, wir brauchen ja aus Nachhaltigkeitssicht so verschiedene Wenden. Energiewende, Verkehrswende, Konsumwende, ich würde auch sagen eine Wachstumswende, da unterscheiden wir uns vielleicht hier auf dem Podium, können wir vielleicht auch noch drüber reden. So, und ich kann die jetzt nicht alle durchrattern, will ich auch nicht, aber ich glaube, dass wir als Politik dahingehend bewegen sollten, dass sie überall für diese Wenden ganz klar rausschreibt, was gilt es zu fördern. Ich will da nur mal ein Beispiel machen, Verkehrswende. Jetzt in den nächsten Jahren kann ein riesen Boost passieren, ein Pilot entwickelt werden für eine öffentliche Plattform, wo wir Nutzerinnen und Nutzer on the go verschiedene Verkehrs-
Träger miteinander vernetzt durchbuchen können. Also wie wir in Städten von A nach B kommen und dabei drei Verkehrsmittel nutzen, U-Bahn, S-Bahn, ein Carsharing-System und vielleicht noch ein Leihrad oder ähnliches oder eine Mitfahrgelegenheit. Und wie die Verkehrsverbünde auch auf der kommunalen Ebene enabled werden mit so einem Boost aus der Politik, dass der öffentliche Verkehr richtig zum Durchbruch kommt und der nutzungsgeteilte Verkehr, also im Sharing-Verkehr. Das würde ich mir erhoffen, weil das passiert nicht von alleine oder passiert eben zu langsam von alleine. Und zugleich, weil wir aber wissen, Verkehrswende, es reicht nicht nur, das Gute zu fördern, zugleich brauchen wir kluge Politiken, die den motorisierten Individualverkehr einschränken. Und da würde ich vorschlagen, sowas wie eine digital-ökologische Steuerreform, Daten besteuern, aber auch, wir haben ja die ökologische Steuerreform in Ansätzen, Spritverbrauch weiter versteuern, Parkraum verteuern und so weiter und so fort, viele Maßnahmen, die man aufziehen könnte, damit der motorisierte Individualverkehr, also das Auto, zunehmend unattraktiver wird und eben die öffentlichen Verkehre über die digitalen Plattformen attraktiver werden. Ja, ich könnte jetzt noch in die anderen Bereiche reingehen, aber ich will nicht so viel länger reden als die anderen. Insofern können wir vielleicht später nochmal über Konsumwende und über Energiewende vielleicht sprechen. Aber ich glaube, wir brauchen solche ganz konkreten Unterstützungsmaßnahmen und Regulierungsinstrumente in den verschiedenen Bedarfsfeldern. Spannend, dass du tatsächlich die 10 Jahre auf 2 Jahre runtergebrochen hast, gerade mit dem Beispiel aus der Verkehrswende. Ich habe gerade vor ein paar Wochen von der Deutschen Bahn erfahren, dass die tatsächlich kurz davor ist, genau so eine App rauszubringen, wo du nicht nur den Weg von A nach B unabhängig vom Verkehrsmittel planen, sondern auch buchen kannst tatsächlich. Und genau daraus wird es hinauslaufen. Aber wenn ich genau das, was da gerade formuliert wurde und vor allen Dingen das auch nochmal verbinde mit dem Eröffnungspanel heute Morgen. Tilman Santarius hat die gigantische Marktdurchdringung, die gigantische Marktmacht der IT-Konzerne aufgezeigt, Apple, Microsoft und Co. Hat ein Ministerium überhaupt eine Chance, dagegen anzukommen oder zu gestalten? Also wenn wir die Chance uns nicht nehmen würden und aufgeben, dann hat sich Politik auch aufgegeben. Da sind wir schon in der Dystopie. Ich glaube, es ist geradezu alternativlos, sich jetzt auf das Feld zu begeben. Das Ganze ist aber eine Verknüpfung von breiten Diskurswelten, die beispielsweise ein Umweltministerium in dieser Hinsicht unterstützen muss. Also die Vorstellung, dass das, was Herr Santarius, bei dem ich in vielem zustimmen würde, durch ein Umweltministerium erreicht würde, ist völlig abwegig. Das wird auch nicht von Regierungsbänken allein gestaltet, sondern, deswegen habe ich meinen ersten Punkt gemacht, wir müssen alle aufs Feld. Deswegen bin ich bei den 2 Jahren auch noch ein bisschen skeptisch, weil wir sind nämlich noch nicht so richtig auf dem Feld. Die Tatsache, dass diese Konferenz heute stattfindet, also sozusagen im nationalen Maßstab die Digi-Szene, die Tech-Szene und die Umwelt- und Nachhaltigkeitsszene so zusammenbringt in diesen großartigen Vielfalt an Foren, ist ja ein Novum. Die Tatsache, dass wir im Umweltministerium jetzt eine erste Einheit aufgebaut haben, die den Auftrag und die Aufgabe hat, diese Diskurse zu führen, ist für das Umweltministerium auch ein Novum. Wir bilden das jetzt auch in den Geschäftsbehörden ab, sprich im Bundesamt für Naturschutz, im Umweltbundesamt etc. pp. Also wir sind gerade dabei, sozusagen die Dinge so zu sortieren und aufzubauen, dass wir auf das Feld kommen. Jetzt könnte man sagen, ja okay, das ist ja typisch Regierung, das ist immer verschlafen. Aber es gibt auch einen großen Beirat der Bundesregierung, die viele kluge Dinge zu transformativen Herausforderungen geschrieben haben. Die sind jetzt gerade dabei, eine zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu schreiben. Wenn man sich anguckt, die Sustainable-Ziele in der Agenda 2030 gehen auf Digitalisierung auch nur marginal ein. Also mit anderen Worten, wir sind sozusagen am Beginn einer Debatte und die muss breit geführt werden. Das heißt, die beiden Silos, Nachhaltigkeitsstrang und Tech-Strang, müssen zusammenkommen, um genau dieses zu diskutieren. Wie kommt es denn an dieser Stelle, wenn ich da nochmal nachhaken darf, wie kommt es, dass nur ihr als Umweltministerium hier seid? Also wir haben eine Staatsministerin für Digitalisierung und Flugtaxis, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber wie kommt es, dass es offensichtlich bei euch eine große Affinität gibt, vielleicht hier fürs Auditorium? Es ist nicht so, dass wir aufs Ministerium zugegangen sind, sondern dass das Ministerium auf uns zugekommen ist, hier als Organisatorinnen und Organisatoren der Konferenz gesagt haben, wir wären gerne dabei, wir wollen mitgestalten. Warum das Umweltministerium, will nur das Umweltministerium mitgestalten? Gibt es da Ungleichzeitigkeiten in der Bundesregierung?
Also ich würde ungern über die anderen reden, ich würde an der Stelle lieber über uns reden und sagen, wir haben bei uns jedenfalls verstanden, dass diese Themenfelder zusammengebracht werden müssen, dass wir selber uns organisatorisch so aufstellen, dass wir in all die vielen Strategieentwicklungen, die jetzt in der neuen Legislaturperiode ja zweifellos angestoßen worden sind, nur eine Rolle spielen, wenn wir selber gut organisiert sind. Insofern haben wir darauf gedrängt, natürlich jetzt in genau diesen Diskurs zu kommen. Also wir als Haus brauchen die Diskussion mit Ihnen, wir brauchen auch die kritische Diskussion mit Ihnen, um den nötigen Rückenwind und die nötige, ich sag mal auch Reflexionsstärke zu bekommen, um dabei sein zu können. Also als wir jetzt das Thema beispielsweise der Strategie der Bundesregierung im Hinblick auf die künstliche Intelligenz in den letzten Tagen diskutiert haben, da haben wir uns sozusagen auf den Platz begeben und wir haben vielleicht zunächst sogar erstmal Stirnrunzeln bekommen dafür, warum wir da auf dem Platz sind. Wir konnten aber deutlich machen, dass künstliche Intelligenz an vielen Stellen im Hinblick auf Nachhaltigkeit helfen und unterstützen kann. Das wurde verstanden und wir sind sozusagen mit dem Anspruch, in den nächsten Jahren 50 Leitprojekte in dieser Hinsicht zu entwickeln, tatsächlich auf dem Platz angekommen. Also insofern, wir versuchen agil da unterwegs zu sein und versuchen uns jetzt gut zu organisieren. Dankeschön. Jetzt habe ich in verschiedenen Statements bei euch rausgehört, sowas wie Dezentralisierung, Blockchain, da hieß es Kommunalisierung. Das scheint irgendwie so eine Leitlinie zu sein, wenn wir darüber reden, was hat Politik in 10 Jahren richtig gemacht. Warum ist die Dezentralisierung hier so wichtig? Weil sie demokratischer ist? Sie soll ressourceneffizienter sein, sie soll schneller funktionieren, also schnellere Entscheidungen herbeiführen. Die ganze Thematik oder diese ganze Diskussion, die natürlich jetzt sehr stark im Kontext von der Blockchain-Szene halt geführt wird, hat ja auch gestartet, weil da eine Art von Institutionsverdrossenheit entstanden ist. Also Bitcoin, Blockchain ist mit 2009, mit der Finanzkrise, hat Aufwind bekommen. Dezentralisierung ist kein neues Thema, auch vielleicht technisch. Kannst du noch einmal kurz für diejenigen von uns, die sonst im Hambacher Wald in den Baumhäusern sitzen, erklären, was ist Blockchain? Ah, okay. Wer hat den Begriff schon mal gehört? Hände hoch. Okay, sind ja gar nicht so unwenig. Okay, ja, die sind gar nicht so. Wer kann es erklären? Genau, aber für die, die es nicht wissen. Das ist der Hochschullehrer. Genau. Also, das heißt, wenn die meisten Bitcoin kennen, auch die meisten Hände hoch. Wer hat es gehört? Ja, wunderbar. Also für die, die es noch nicht gehört haben, Bitcoin ist die erste Kryptowährung 2009 entstanden und Blockchain ist im Endeffekt die Technologie, das Backbone dieser ersten Kryptowährung. Und was im Endeffekt die Innovation dahinter ist, ist, dass es eine dezentrale Datenverwaltung ist. Also wir kennen im Internet den zentralen Server, der sich mit dem Browser verbindet. So werden diese Firmen wie Google und Amazon, also erhalten diese Größe, diese Power. Und da sagt man eben, man verwaltet die Daten, die Informationen dezentral und steuert es über einen Algorithmus. Und in dieser Diskussion kam man dann auch dann zustande, dass man gesagt hat, okay, wir brauchen die Banken nicht mehr, wir brauchen die Regierung nicht mehr, wir brauchen so einige Mittelsmänner nicht mehr. Wir packen das jetzt auf eine Blockchain, auf einen Algorithmus und der automatisiert das Ganze. Gesteuert durch eine Community, die halt dann sagt, wie dieser Algorithmus eben aussehen soll. Klingt nach Anarchie. Klingt nach Anarchie, kann vieles sein, muss man sagen. Also es ist tatsächlich, man kann da einiges reinpacken, man kann auch irgendwie ein totalitäres System da reinpacken, muss man auch sagen. Deswegen Thema Utopie, Dystopie, deswegen auch diese digitale Bildung, die so, so wichtig ist. Genau, jetzt war es jetzt mal die Eingangsfrage, jetzt habe ich mich verlaufen in meiner Blockchain-Erklärung. Alles hervorragend. Ja. Warum diese Dezentralisierung, warum spielt die so eine große Rolle, wenn wir alles richtig gemacht haben? Genau, ich vermute, dass Umweltschutz und Ressourceneffizienz halt auch sehr stark lokal definiert werden muss. Also und wir haben unterschiedliche Anforderungen einfach in unterschiedlichen Regionen und digitale Medien können uns helfen, eine Art von Transparenz herzustellen, wie wir diese Ressourcen allokieren im Endeffekt und wie wir dann auch lokal halt, umweltfreundlicher leben können.
Und ich glaube, heute mit Institutionalisierung von Steuerung, mit dieser Zentralisierung, haben wir halt auch die Schwierigkeit, dass wir die Prozesse der Ressourcenverteilung nicht wirklich überschauen können. Das ist unmöglich heute. Und digital gestützt haben wir jetzt die Chance, eine Art von Transparenz herzustellen. Gleichzeitig irgendwie werden natürlich diese Art von technischen Systemen auch mehr Energie benötigen. Mhm. Und da gilt es jetzt natürlich, diese Balance zu schaffen. Also dezentral ist nicht gleich alles besser. Mhm. Es ist halt, glaube ich, die Diskussion, die wir jetzt führen, ist, was wir damals hatten in den 90ern, vielleicht irgendwie Server-Browser-Diskussion, was packen wir jetzt auf den Server, was wird irgendwie im Browser irgendwie auf dem Rechner abgespielt. So haben wir halt jetzt eine Diskussion, was ist zentral, was ist dezentral, was macht mehr Sinn, das eigentliche Ziel ist eine Ressourceneffizienz unserer Ökonomie und eine Art von zirkulärer Wirtschaft herzustellen. Das ist das eigentliche Ziel. Dankeschön. Heißt dezentral gleichzeitig ressourceneffizienter? Das ist auch eine spannende Frage, aber lass mich einmal ganz kurz nochmal den Exkurs Blockchain machen hier. Da kann ich natürlich als Nachhaltigkeitsforscher jetzt nicht hinterm Berg halten. Also die Bitcoin-Transaktionen, die sind in energetischer Hinsicht eine absolute Katastrophe. Eine Transaktion verbraucht ungefähr so viel Energie, also einmal klicken, ich verkaufe Bitcoins oder ich kaufe Bitcoins, verbraucht so viel Energie wie 7 deutsche Haushalte an einem Tag. Ja, ungefähr 10.000 Mal so energieintensiv wie eine Kreditkartentransaktion. Jetzt weiß ich zwar, dass nicht alle Blockchain-Transaktionen Bitcoin sind, das fehlt nicht ganz, aber trotzdem, ich habe meine größten Zweifel aus ökologischer Sicht erstmal, dass Blockchain der Backbone wird für die dezentrale Ökonomie der Zukunft und würde da ein großes Fragezeichen dran machen. Ich glaube, es könnte der Ruin für den Planeten sein, um sich mal hier so ein bisschen zu streiten. Muss ich noch kurz dazu sagen? Ich bin aber total für Dezentralisierung, das werde ich noch kurz hinzufügen. Und ich glaube, also als Nachhaltigkeitsbewegte treibt uns das ja lange um, egal ob jetzt in den WTO-Verhandlungen, ja, wo es darum geht, vielleicht ein bisschen weniger Weltmarkt, ein bisschen mehr lokale Ökonomie zu fördern oder auch in anderen Feldern. Häufig wurde uns das Argument um die Ohren gehauen, ja, mit der dezentralen Ökonomie, das klappt nicht so richtig, weil die ist nicht profitabel, die ist zu teuer, ne? Irgendwie, wir brauchen irgendwie zum Beispiel im Lebensmittelmarkt, brauchen wir irgendwie die Zentrallager und alle Blumenkohlköpfe werden halt irgendwie erst vom Rand der Republik ins Zentrallager gefahren, um dann wieder zurückgefahren zu werden in die Ränder der Republik, um da im Supermarktregal zu liegen. Und das ist genau der Irrsinn, den wir eigentlich mit Hilfe von Digitalisierung und ich glaube ohne Blockchain ändern können, weil die Digitalisierung macht es effizienter und auch einfacher, dass der Blumenkohl direkt vom Feld in den Supermarkt kommt, der nebenan ist und nicht erst ins Zentrallager gefahren werden muss. Und das ist ja jetzt nur ein Bild. Ich glaube, es gibt sozusagen durch digitale Technologien eine Menge Möglichkeiten, Wertschöpfung zurück in die Region zu holen. Denken wir auch mal an Energiewende, ne? Die Häuslebesitzer und Solarzellenbetreiber, die werden sozusagen zu den Energieproduzenten der Zukunft. Wenn wir das vernünftig anstellen, dann haben wir kleine dezentrale Stromverbünde und nicht mehr große zentralisierte Netze. Da muss die Reise hingehen und ich glaube, da eröffnet Digitalisierung Chancen. Aber die müssen dann auch ergriffen werden. Das habe ich heute Morgen schon gesagt. Wenn wir da nicht steuern, dann läuft digitale Ökonomie auf Machtkonzentration aus, à la Google, Facebook, Amazon. Und das brauchen wir nicht. Ich würde da gerne noch drauf aufbauen. Der Energieverbrauch des Bitcoins tatsächlich irgendwie... Also diese Zahl, die da veröffentlicht wurde, die ist oft dann nicht ins Verhältnis gestellt, weil es wird nämlich nicht wirklich gemessen, was die jetzige Zahlmittelökonomie benötigt, also an Häusern, an Energie. Also das heißt irgendwie die Referenzzahlen, die stimmen nicht so richtig. Also natürlich, es kostet viel Energie, also der Proof of Work als Konsensusmechanismus, aber man muss dazu auch noch sagen, es gibt jetzt auch schon einige neue Algorithmen und Konsensusmechanismen, die halt weniger Energie benötigen. Und was man merkt, klar, die Umwelt, die Diskussion muss geführt werden. Doch was ich sehr spannend finde in diesem ganzen Blockchain-Diskurs, ist, dass dieses Narrativ so stark ist. Also es geht eigentlich in Richtung Distributed Ledger
Technologies, das ist das, was viele heute halt irgendwie sagen, es geht wahrscheinlich weg von dieser Struktur, Blöcke in Ketten zu packen, weil das tatsächlich irgendwie viele Ressourcen benötigt an Server Rechenpower, aber gleichzeitig irgendwie, also dieses Narrativ ist so stark, dass es halt irgendwie, dass halt viele Leute einfach diskutieren wollen, okay, wie können wir dezentrale Datenbanksysteme schaffen, damit es halt diese Googles und Facebooks, dass die nicht alles sammeln und ich halt meine Identity habe, dass ich halt irgendwie verstehe, dass jedes Gerät irgendwie eine Identity hat, dass ich Ressourcen nachvollziehen kann und das finde ich sehr spannend irgendwie an dieser ganzen Blockchain-Diskussion. Ich würde es vielleicht ganz gerne, weil wir sind ja das politische Panel hier an der Stelle, nochmal versuchen zuzuspitzen. Ich glaube, was meine beiden Partner hier rechts und links gesagt haben oder deutlich gemacht haben, ist, dass Digitalisierung im hohen Maße ein Instrument, das viele Dinge neu denken und möglich macht. Das enthebt uns aber am Ende nicht der Frage, was wir eigentlich wollen. Also der Ausgangspunkt, man könnte ja auch sagen, ja, ist doch egal, dann lass doch Google entsprechende kommunale Verkehrssysteme steuern in der Smart City, wenn die das gut machen. Der Witz ist ja aber nur, dass wir keinen Zugang dazu haben, welche Algorithmen in welcher Zusammensetzung Google am Ende macht. Wir auch keinen Einfluss politisch, demokratisch auf Google an der Stelle hätten. Insofern hat mich in dieser Woche, in letzter Woche in Berlin auf einer großen Konferenz der Friedrich-Ebert-Stiftung zum digitalen Kapitalismus Francesca Bria aufgerüttelt nochmal, die als Digitalisierungsbeauftragte der Stadt Barcelona unterwegs ist und gesagt hat, unser Konzept ist, dass die Daten, die in unserer Stadt zur Steuerung von Verkehrssystemen, in der Wohnungswirtschaft, in der Energieversorgung geschürft werden, bleiben kommunale Daten. Die überantworten wir nicht anderen. Das ist das, was ich eben meinte, als ich darauf hingewiesen habe, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, wo über Jahrzehnte Kommunen sozusagen den großen Energieversorgern die Energieversorgung inklusive des öffentlichen Personennahverkehrs in Konsortialverträgen für 25 Jahre an große Konzerne überantwortet hatten und keinen Einfluss mehr darauf hatten. So, mit anderen Worten, es geht darum zu sagen, wer hat die Daten und was wollen wir damit aus unserem Leben einer Gemeinschaft machen? Das heißt, Dezentralität macht nur dann Sinn, wenn man diese Frage immer wieder beantwortet. Das heißt, immer wieder diese Flughöhe erreichen. Und ich stelle fest, dass viele Diskussionen, die wir führen, sehr technologieorientiert sind. Aber sie muss politisch werden. Das ist sozusagen der Santarius, den ich gelernt habe, immer zu fragen, an welcher Stelle der Wegkreuzung stehen wir? Wollen wir nach rechts oder wollen wir nach links? Und dann entscheiden wir uns an der Stelle. Und das ist die Aufgabe, die man über diese Diskurse organisieren und führen muss. Also im Ende eine normative Aufgabe, eine normative Abwägung zwischen auf der einen Seite Persönlichkeitsrechten, digitalen Persönlichkeitsrechten, Datenschutzfragen und auf der anderen Seite dem vielleicht auch dadurch entstehenden Ressourcenmehrverbrauch der Dezentralisierung an dieser Stelle. Das Fantastische ist aus meiner Sicht, dass riesige neue politische Chancen daraus entstehen können. Wenn man es jetzt runterbricht auf den Bereich der Automobilität, da klaue ich mal bei Ihnen von Ihren Beispielen. Wenn ich die Automobilität elektrifiziere und elektronifiziere, und zwar 1:1, so wie es jetzt ist, dann habe ich nichts gewonnen. Dann bleiben die Straßen genauso voll, dann habe ich sogar noch die Rebound-Effekte, die Sie ansprechen, in dieser Überspitzung, die mich sehr überzeugt hat. Wenn ich ein autonom fahrendes Fahrzeug habe, was schick ausgestaltet ist, dann fahre ich vielleicht demnächst 2 Stunden zu meinem Arbeitsplatz. Und wenn ich zurückkomme, beame ich mir die virtuelle Brille drauf, trinke noch ein schönes Getränk und fühle mich wie in Hawaii. Das löst gar nichts. Wenn es aber verknüpft ist mit einem geteilten Verkehr, wenn ich damit Räume in einer Stadt wieder eröffne, wenn ich sozusagen in der Kommune wieder eine Situation entfachen kann, in der ich mir Räume zurückhole von Mobilität, dann gewinne ich etwas Neues. Dann wird digitalisierte Politik eine Zukunftspolitik. Und das ist das, wo ich möchte, dass das Umweltministerium sich sozusagen reindrängt, um in diesen Zukunftsdiskurs zu kommen, der immer von der Frage ausgeht, wie wollen wir eigentlich leben? Spontan Applaus, gerne erwünscht. Sie können auch schon mal langsam anfangen, sich, also Sie es nicht schon lange getan haben, Fragen zu notieren. Ich werde jetzt noch eine Runde machen, dann sind Sie dran. Kann Politik überhaupt mithalten? Unser politisches System ist entstanden in einer
in einem Zeitalter der Industrialisierung, wo es einen klaren Ursache-Wirkungszusammenhang gab. Jetzt erleben wir im Zeitalter der Digitalisierung, dass wir vielleicht eine Ursache haben und die Wirkung explodiert. Einfach weil die Algorithmen diese Explosion erst verursachen. Kommen Sie damit? In also Ihrem Alltag tatsächlich auch im Ministerium? Wir rennen gerade hinterher, das glaube ich, muss man so sagen. Also es ist höchste Eisenbahn sozusagen, sich jetzt auf den Platz zu begeben. Das wiederhole ich wie ein Mantra an der Stelle. Gleichzeitig bin ich ein gnadenloser Optimist an der Stelle, weil erstens grundsätzliche Menschheitsfragen, also wem gehören die Dinge, wie will man leben, kann man sowieso nicht kaputt machen. Totalitarismen haben auch immer nur ihren Zeitablauf, aber darum geht es mir gar nicht, sondern zu sagen, wer hätte sich etwa vorstellen können vor 2 Jahren, dass Facebook durch seine Datenskandale so in die öffentliche Diskussion gekommen ist? Ich hätte es nicht gedacht. Es hat aber ein tiefer Diskurs darüber angefangen, was mit den Daten eigentlich passiert. Da verändert sich gerade was in den Köpfen. Dass ein solches Unternehmen, bei dem ich selber bin, mir geht es auch gar nicht darum, das zu verteufeln, aber sozusagen ein Unternehmen sich gezwungen sieht, jede Bushaltestelle in Berlin tot zu plakatieren mit dem Hinweis, wie man sozusagen seine Daten absichert, zeigt, dass hier ein großes Unternehmen ein Stück weit mit dem Rücken zur Wand steht. Und in der Geschichte der Industrialisierung haben wir das immer gehabt, dass erst Oligopole, Monopole entstehen und dann die Regulierung einsetzt. Und am Ende wird man regulieren müssen an bestimmten Stellen, aber eben immer mit der Ausgangsfrage, was man denn eigentlich für das Gemeinwesen will. Ja, ich will auch nochmal zu der Frage, der haben wir die Zeit und rennt die Politik hinterher? Also ich glaube tatsächlich zum einen, Politik in ihren Abläufen kann und sollte schneller werden. Da können wir vielleicht auch von der Tech-Szene lernen, die ja dieses agile Arbeiten auch gerne praktiziert. Aber vor allen Dingen die Notwendigkeit dafür sind eher die Klimaziele. Weil klar ist, wenn wir wirklich überhaupt noch 2 Grad einhalten wollen, let alone 1,5 Grad, was uns eigentlich der IPCC längst vorschreibt, dann müssen wir unglaublich schnell handeln. Aber der Punkt jetzt nochmal mit Blick auf Digitalisierung ist, ob wir da hinterherrennen oder wie viel Zeit wir haben, hängt ja auch von den Gestaltungen der Politik ab. Natürlich nicht nur von Ihrem Haus, sondern vom anderen. Beispiel, es wird kein selbstfahrendes Auto je auf die Straße kommen, wenn nicht dafür die Politik die Rahmenbedingungen erst schafft. Das heißt, wir haben eigentlich eine Menge Zeit, um bei dem Beispiel zu bleiben, zu sagen, wie wollen wir die denn ausgestalten? Was sind denn die Lizenzvorgaben, wenn wir da irgendwie selbstfahrende Autos im Sharing-Modus betreiben wollen? An welche Bedingungen knüpfen wir das und so weiter? Weil bevor da die Politik nicht tätig wird, kommen die Dinge auch gar nicht auf die Straße. Und so ist es bei vielen Sachen, Stichwort Uber, ne, da war die Politik mal relativ proaktiv, würde ich sagen, hat gesagt, halt, die Kerndienstleistung von Uber kommt nicht nach Deutschland, weil es Taxigewerbe rebelliert hat. Ne? Und so verschafft man sich auch Zeit und muss gar nicht nur dieses Gefühl haben, wir laufen im Silicon Valley hinterher, die drücken uns die Lösungen auf und wir regulieren hinterher. Ich glaube, deswegen nennen wir das ja in unserem Buch Smarte Grüne Welt, sanfte Digitalisierung, ne? Also Tempo rausnehmen, um dann gestalten zu können. Darf ich noch einen Punkt, weil dann kommt ja wahrscheinlich die Fragerunde. Ich glaube, wir sind ja auch hier auf Bits und Bäume, um zu lernen voneinander. Und ich glaube, ein weiterer Punkt, den wir von der Tech-Szene lernen können, ist, wie wichtig dieses Thema Datenschutz ist. Und ich habe ja eben das Beispiel Verkehr gebracht, bleiben wir da einfach mal. Bei der Energiewende ist es mindestens genauso wichtig, auch bei anderen Punkten. Wir dürfen nicht in die Situation kommen, dass wir sozusagen mit dem Vorwand, irgendwas zu optimieren, Privatsphäre preisgeben. Das kann man sich im Verkehrsbereich sehr gut vorstellen, wie dann gesagt wird, um irgendwie den öffentlichen Verkehr perfekt zu managen und möglichst effizient zu gestalten, müssen wir die Bewegungsprofile von allen Nutzern und Nutzerinnen irgendwie ständig in Echtzeit irgendwie verfolgen können, möglicherweise noch mit Open Data oder ähnlichem. Ich denke, hier ist ganz klar Privacy First angesagt und deswegen würde ich mir auch wünschen, dass wir weit über die EU-Datenschutz-Grundverordnung, die toll ist, dass sie da ist, die wir unbedingt gebraucht haben, aber die nur ein erster Schritt ist, hinausgehen und konsequenten Datenschutz, auch im Sinne von Umweltschutz, verstärkt von Seiten der Politik umgesetzt bekommen. Aber auf jeden Fall nicht dieses Trade-off zwischen Datenschutz und Umweltschutz uns in die Bedrulle bringt. Voneinander lernen war ein schönes Stichwort. Jetzt sind Sie gefragt. Welche Fragen brennen Ihnen unter den Nägeln? Hier gibt es ein Handmikro. Sehr gut. Hervorragend. Genau, hier vorne. Ganz genau. Ja, schönen guten Tag. Ich bin Kommunalpolitiker und in der Kommune könnten wir im Grunde ja schon lange umsetzen. Also wir brauchen gar nicht so viel Bildung mehr, um zu wissen, welche Schritte wir gehen müssten. Die Kommunen haben zu wenig Geld, um das zu machen. Wann könnte der Schritt kommen, wenn wir uns als Kommune, also eine kleine Gemeinde, vorschreiben würden,
das ist der maximale CO2-Ausstoß, den ihr machen dürft, dann würden wir sofort umsetzen. Wir bräuchten nur ein bisschen Geld, aber wir brauchen keine Bildung mehr, sondern wir brauchen nur diese Vorschrift. Wir kriegen es lokal, ich bin in einer kleinen Wählervereinigung, wir können da machen, was wir wollen, wir kriegen da nichts auf den Boden, aber eigentlich haben wir schon alle Antworten auf alle Fragen. Wir brauchen nur diese Regel, ihr müsst es jetzt einhalten, aber das kommt nicht. Wann könnte sowas und wie könnte sowas passieren, dass wir diesen Druck bekommen, das, was wir schon wissen, tatsächlich auch umzusetzen? Wunderbar, vielleicht sammeln wir nochmal zwei Fragen dazu. Dankeschön, hier vorne. Ja, Christoph Balz von German Watch. Ich wollte diese, was du vorhin, Kai, als Abwägungsfrage dargestellt hast, Blockchain versus, also und damit müsste man in Kauf nehmen, mehr Energieverbrauch und damit die Vorteile der dezentralen Wende mit einkauft dabei. Ich glaube, wir dürfen uns auf so einen Deal nicht einlassen, solange die Energie- und Ressourcenfrage vom Blockchain nicht gelöst ist. Und ich glaube, dass es aber die Chancen dazu gibt bei der Weiterentwicklung davon. Und ich glaube, dass wir dieses Zusammenspiel, die wir jetzt hier sind, dazu nutzen müssen, diese Lösungen, wo wir nicht in diese Fallen praktisch reinlaufen, das in entweder oder in der Abwägung dazu mit reinzubringen, voranzubringen. Da würde ich gerne mal einen Kommentar von euch zu haben. Wunderbar, vielleicht kannst du dein Mikro einmal nach hinten reichen, direkt hinter dir die junge Frau, genau. Ja, ich habe noch eine Frage zu der Dezentralisierung. Und zwar inwiefern Dezentralisierung teilweise auch mit Ineffizienz einhergeht, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich entscheide, bei mir auf dem Dach eine Solarzelle zu installieren, heißt das ja nicht, dass bei mir in der Straße mein Dach das Beste dafür ist, um da überhaupt eine Solarzelle hinzustellen oder dass ich irgendwie mich perfekt darum kümmere, wie die gewartet wird oder was weiß ich. Also Dezentralisierung bedeutet ja auch immer, dass man Sachen extra nicht optimiert, weil es dezentral gehandhabt wird und inwiefern das irgendwie auch nochmal betrachtet werden sollte in dem Zusammenhang. Wunderbar, Dankeschön. Ich würde gerne bei dir starten, Andrea. Diese Frage der Abwägung. Dürfen wir abwägen, dürfen wir nicht abwägen zwischen Blockchain und Effizienz oder nicht? Ja, also ich würde, ich bin sehr tief in dieser ganzen Blockchain-Szene hier in Berlin auch involviert. Und die Energiefrage ist auf jeden Fall, ist gerade gestartet mit dem Proof of Work. Das ist dieser Algorithmus, der insbesondere also auf der Bitcoin-Blockchain läuft, um diesen Konsensus herzustellen. Diese Entwicklungsgeschwindigkeit in diesem Bereich ist enorm, muss ich gestehen. Und man sieht halt irgendwie vielerlei neue Arten von Abstimmungsalgorithmen. Also Proof of Stake, Proof of Authority, Proof of, das geht, also man sieht da eine unglaubliche Geschwindigkeit. Und das ist auch tatsächlich dieser neue Begriff, der sich da gerade irgendwie entwickelt, ist Distributed Ledger Technology. Das heißt irgendwie, dass da neue Technologien entwickelt werden, die einfach nur eine dezentrale Datenbankverwaltung ermöglichen. Also die Dezentralisierung bleibt. Der Begriff Blockchain verschwindet vielleicht, das ist irgendwie eine erste Generation, oder jetzt in dem jetzigen Status. Genau, und auf jeden Fall, es geht ja erstmal nur um Datenverwaltung und ich glaube, dass eine Art von Dezentralisierung von Datenverwaltung sicher helfen wird, um Ressourcen zu allokieren, um Ressourcen besser zu verteilen. Also das ist, weil, ja, also auch was du gerade beschreibst, irgendwie mit dem, ist es denn so sinnvoll, wenn ich jetzt bei mir irgendwie eine Solarzelle aufs Dach packe? Es gibt da ein sehr nettes Beispiel in Brooklyn, das ist das Brooklyn Microgrid, das ist auch unterstützt von Siemens zum Beispiel. Und was da geschieht, ist im Endeffekt, dass da einzelne Häuser die Solarzelle auf dem Dach selbst steuern. Und auf einer Blockchain-basierten Lösung, also einer dezentralen Datenbanklösung, wird da ein dezentraler Markt eröffnet. Und jeder speist ein und jeder konsumiert. Und das wird da entsprechend verteilt. Und die Logik und die Intelligenz steckt in dieser Plattform, wie das gesteuert wird. Aber es ist natürlich, wie du richtig erkennst, da entsteht plötzlich eine Art von neuer Verantwortung in dieser Dezentralisierung. Und das ist nicht, wir haben jetzt in vielerlei Hinsicht auch gelernt, da gibt es also zentrale Institutionen, die machen das für uns, die steuern Dinge. Aber Dezentralisierung geht einher mit mehr Eigenverantwortung. Und das heißt auch mehr Risiko, wenn man so will. Ja. Vielen Dank. Ja. Dirk,
die klare Anforderung aus der Kommunalpolitik setzt uns Grenzen und wir setzen sie dann auch um. Was kann ein Ministerium da machen? Das ist ja was, was wir nicht nur aus der Kommunalpolitik hören, sondern es gab zum Beispiel auch neulich eine Umfrage der Vereinten Nationen, da, wo es auch um CO2-Minderungen geht, wo 9 von 10 CEOs von internationalen Unternehmen sagen, solange das für alle in meinem Feld gilt, könnt ihr Grenzen setzen nach unten, so viel ihr wollt, wir werden dem folgen. Was kann ein Ministerium tun? Ich hätte mich jetzt auch erstmal befugt gefühlt, genau zu dieser Frage was zu sagen an der Stelle. Wir haben uns in der Koalition, im Koalitionsvertrag vorgenommen, im nächsten Jahr ein Klimaschutzgesetz auf den Weg zu bringen und einen konkreten Maßnahmenplan zu unterlegen, um die Klimaschutzziele von Paris zu erreichen. Gleichzeitig haben wir das sogenannte Effort Sharing, das heißt eigentlich, dass jeder einzelne Sektor, also der Mobilitätsbereich, der Gebäudebereich, der Energiebereich, eigene Zielkorridore entwickeln muss, um zu diesem Ziel zu kommen. Das ist ein Riesenfortschritt, weil er nämlich genau dazu führt, dass die einzelnen Sektoren sich mit sich selbst beschäftigen müssen. Diese Debatte beginnt gerade, weil wir gerade beispielsweise feststellen, dass der Verkehrssektor in erheblichem Hintertreffen ist. Wir haben sozusagen nicht nur die Dieselkrise, sondern wir haben an der Stelle auch einen Riesenumbruch, der da stattfindet und ein wahnsinniger Druck auf diese Industrie, sich entsprechend einzustellen und anzupassen. Die Debatte über die Festlegung dieser Ziele wird noch eine sehr muntere werden. Das kann man alleine daran absehen, wie die Diskussion etwa um die Bepreisung von CO2 war, die die Ministerin vor ein paar Tagen in die Welt gesetzt hat, wo eine brutale Debatte dann von Teilen auch der Presseorgane losgegangen ist. Also das wird eine sehr muntere Debatte. Gleichzeitig bin ich relativ entspannt an der Stelle, weil es beginnt, glaube ich, jetzt in allen Parteien eine Diskussion darüber, was sind eigentlich die richtigen Instrumente, um genau zu diesen Zielen zu kommen. Auch da braucht ein Umweltministerium, um zu der Frage, wie geht denn das eigentlich, Unterstützung. Auch da braucht sozusagen ein Umweltministerium die Zivilgesellschaft, um uns bei diesen Punkten zu stärken. Und Paris war ja genau das Thema, nämlich weltweit abzusichern. Das Pariser Klimaabkommen. Das Klimaabkommen, Entschuldigung, ja, das Pariser Klimaabkommen ist ja sozusagen ein Riesenfortschritt gewesen, weil sich die Welt darauf geeinigt hat. Und selbst der Ausstieg von Trump hat ja dazu geführt, dass sich Kommunen und Regionen in den Vereinigten Staaten zusammengetan haben und sagen, wir halten weiter an den Zielen fest. Paris ist also mitnichten platt. Und vielleicht darf ich auch an der Stelle noch einen kleinen Punkt aus meinem Alltag ergänzen an der Stelle. Wir haben im Haus intensive Diskussionen mit den energieintensiven Industrien geführt. Und da war unter anderem die Zementindustrie dabei. Und die Zementindustrie hat erzählt, sehr plausibel, dass es inzwischen die Finanzvorstände sind, die Druck auf die anderen Vorstände machen, bei der Entwicklung neuer, dekarbonisierter Technologien, die zum Teil auch physikalisch, naturwissenschaftlich sehr schwer zu entwickeln sind, ausgeht, weil sie Paris sehen und die Erfordernisse, weil sie sehen, dass gegebenenfalls Strafzahlungen drohen etc. pp. Und internationale Forschungseinheiten zusammengestellt haben, um die Prozesse zu verbessern. Also, ich bin eben, glaube ich, hier der Optimist auf dieser Runde. Ich glaube, da kommt gerade wahnsinnig viel in Gang. Da tut sich viel und da kommt Druck auch von ganz verschiedenen Seiten, sodass ich sicher bin, dass die nächsten Jahre da eine extreme Dynamik bringen auf diesen Feldern, auch was solche Vorgaben angeht und damit natürlich auch Märkte entstehen können. Das ist das, was Sie eben angesprochen haben, die ja auch helfen können, an der Stelle im Wettbewerb um gute Geschäftsmodelle beim Klimaschützen voranzukommen. Gut, was ich raushöre, ist, für die nächste Konferenz werden wir auf jeden Fall schon mal neben dem Umweltministerium noch den Finanzminister und auch das Verbraucherschutzministerium mit einladen, denn das sind offensichtlich die großen Themen. Wer bezahlt es am Ende, wenn wir nicht handeln? Und wie kriegen wir tatsächlich diese Ressourcenfragen mit den Datenschutzfragen auch zusammen? Ich würde gerne eine weitere Fragerunde eröffnen. Hier vorne, Frage einmal in Rot. Kai. Du würdest noch? Wenn ich noch auf die Frage, die wurde glaube ich noch nicht beantwortet, oder? Es wäre dann perfekt, wenn ich das übernehmen könnte. Aber ich kann mir eine Spitze nach links, muss ich mir hier nochmal erlauben, ne? Sonst ist ja so eine Eintracht hier auf dem Podium. Ich finde es ja toll, dass die Finanzindustrie jetzt der Zementindustrie schon Druck macht. Und da gibt es auch zivilgesellschaftliche Akteure, zum Beispiel Germanwatch, die arbeiten genau daran, die Finanzindustrie zum Jagen zu tragen. Aber wenn es schon die Finanzindustrie die Druck macht, hat dann vielleicht die Politik was verschlafen, könnte man jetzt argumentieren.
Oder nein. Das da halt, also erstens, ich habe von Finanzvorständen gesprochen. Das heißt, nein. Der Fixpunkt an der Stelle ist Paris. Der Paris ist sozusagen ein politisches Abkommen auf internationaler Ebene gewesen. Also da verteidige ich jetzt gnadenlos Politik. Also internationale Politik hat im Pariser Abkommen sozusagen die Regularien festgelegt. Hat damit auch runtergebrochen auf die europäische Ebene festgelegt, dass sozusagen ab einem bestimmten Punkt Strafzahlungen zu leisten sind. Die Finanzvorstände des Unternehmens, der weltweit agierenden Zementleute, hat gesagt, durch diese Vorgaben sind wir in einem Druck, unsere Produktionsverfahren zu verändern. Also der archimedische Punkt an der Stelle war ein politisches Abkommen Paris. Aber jetzt nochmal, um auf die Frage einzugehen, die Effizienz. Ne? Wie effizient ist das, wenn jeder seine Solarzelle auf dem Dach hat, so ganz vereinfacht gesagt? Zwei Probleme mit der Effizienz. Erstens, Effizienz wird häufig an den, wie ich finde, falschen Kriterien gemessen. Denn meistens zählt die kosteneffizient. Der Grund, nehmen wir mal das Beispiel Landwirtschaft. Ja? Also für die großen Retailer, Aldi, Lidl und so weiter, ist das halt effizient, mit Riesenbetrieben zusammenzuarbeiten, ne? Und irgendwie 200.000 Hühnereier pro Tag zusammenzukaufen, anstatt mit vielen kleinen Betrieben. Aber wenn wir das Effizienzkriterium umdrehen würden und schauen würden, wie kriegen wir denn am meisten Nahrungsmittel aus dem Acker raus, und noch dazu in einer nachhaltigen Weise, dann wäre das eine ganz kleinbäuerliche Landwirtschaft, nicht nur im globalen Süden, sondern auch hierzulande, wo wir verschiedene Feldfrüchte miteinander in Kombination anbauen würden. Das wäre aber arbeitsintensiv, das wäre nicht kosteneffizient. In ökologischer Hinsicht würde das eine wachsende Weltbevölkerung viel besser ernähren können. Also die Frage nach dem Effizienzbegriff erstens und zweitens mit den Solarzellen, das ist ja echt ein Witz, ne? Weil ich war mal in Kalifornien vor 5 Jahren und da hat ein Lacher die Nation ereilt, weil irgendeine kalifornische Politikerin gesagt hat, ja, Germany mit den Solarzellen, das klappt da gut, weil these guys have more sun than we do. Ne? Und das ist natürlich der größte Witz. Ja? Das ist ein Treppenwitz in der Geschichte, dass ausgerechnet Deutschland mit dem schlechtesten Wetter weltweit, wenn man mal von diesem Sommer absieht, die erneuerbaren Energien zum Durchbruch verholfen hat. Und eben nicht Kalifornien, wo immer die Sonne scheint. Ne? Das heißt, klar, vielleicht ist es effizienter, eine Solarzelle woanders stehen zu haben. Es ist effizient genug, sie auf meinem Hausdach hier in Berlin, wo es oft bewölkt ist, stehen zu haben. Das reicht, um kleine Energiesysteme, dezentrale Energieversorgungssysteme aufzubauen, die die Wertschöpfung in die Region holen und die dann auch in sozialer Hinsicht viel nachhaltiger sind als zentralisierte Systeme. Herzlichen Dank. So, 2 Fragen schaffen wir noch. Ja, danke, Jana Rasch, ich arbeite beim Wuppertal-Institut. Was sind die großen Gestaltungsaufgaben? Ich würde gerne nochmal die Frage stellen, auch ans Ministerium, an welcher Form, wenn wir jetzt auf digitale Unternehmen kommen, schauen, an welchen Regulierungen wird denn gerade gearbeitet? Wo können wir uns drauf einstellen? Und wenn wir die Beschaffung, öffentliche Beschaffung uns angucken, dann ist es ja oft so, dass da schon umgestellt wird und man sagt, man geht mit gutem Beispiel voraus. Wo geht denn, also gibt es Ideen, dass das Ministerium da mit guten Beispielen vorausgeht? Sie sagen, Sie nutzen selber Facebook. Sollten wir nicht selber, von mir aus, haben Sie jetzt auf dem Podium gesagt, sollten wir nicht selber auch mal schauen, wie können wir denn eben dem ja Alternativen nutzen? Also nicht die großen digitalen Märkte selbst bedienen, auch als politischer Akteur. Und wie schaffen wir das überhaupt? Schaffen wir das überhaupt noch? Und welche Regulierungen sind dafür notwendig, damit wir das in Zukunft in den 10 Jahren vielleicht überhaupt noch können? Herzlichen Dank. Eine weitere Frage würde ich noch zulassen. Hier vorne. Ja, mein Name ist Oliver Wolf. Ich würde gerne wissen von Ihnen, wie kann Politik Digitalisierung steuern, wenn man oft den Eindruck hat, dass die Digitalisierung in der Politik noch gar nicht richtig verstanden wurde. Also wie kann ich was steuern, was ich eigentlich so noch nicht in meinen Institutionen so verinnerlicht habe, dass ich damit umgehen muss. Herzlichen Dank. Sehr, sehr spannende Fragen.
die Frage, wie kann ich etwas steuern, was ich noch gar nicht verstanden habe? Du beschäftigst dich auch viel mit Bildung. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Offenheit erstmal, glaube ich. Also ich glaube, das ist auch das, was ich feststelle, ist da, dass da eine völlig andere Arbeitsweise herrscht. In der digitalen Welt als in den Ministerien. Also ich glaube, da braucht man irgendwie eine neue Art von Offenheit, würde ich mal vermuten. Können Sie nochmal Ihre Insicht nochmal teilen? Aber das habe ich eben festgestellt, weil wir hatten vorhin noch dieses POC21-Thema besprochen. Das war ein Camp, das ich im Vorfeld des Klimagipfels organisiert hatte mit der Open State hier aus Berlin und WeShare aus Paris. Das war ein Camp, ein Hacker-Camp, ein Eco-Hacker-Camp, wo wir gesagt haben, ihr redet die ganze Zeit beim Klimagipfel, aber da passiert nichts. Und es sind genau diese zwei Welten aufeinander geprallt im Endeffekt, weil wir gesagt haben, wir machen jetzt mal. Also nach diesem Ansatz in der Startup-Szene nennt man dann den MVP, den Minimal Viable Products, das Minimal Viable Project könnte man auch sagen. Ich glaube, es sind einfach völlig andere Arten, wie man halt einfach Lösungen schafft und wie man auch Messbarkeit schafft, wie man sich halt, wo man Verbindlichkeit schafft. Und ich denke, das würde ich mir auch ein bisschen mehr von der Politik an der Stelle auch wünschen, dass man da offener wird für neue Art von Prozesse und schnell in die Ergebnisproduktion geht und Unterstützung geht, weil ich glaube, das ist notwendig, wenn man mit diesen digitalen Prozessen auch einhergehen will. Also gerade in dieser Blockchain nochmal als Beispiel, ich bin erstaunt, wie schnell diese Prozesse vor sich gehen und wie schnell da Tatsachen geschaffen werden. In Bayern gibt es jetzt irgendwie eine Art von Blockchain-Strategie, will man da aufsetzen, weil man auf einen Rahmen setzen will, aber man muss diese Technologien verstehen, weil es geht nicht, man kann es nicht regulieren, wenn man es nicht verstanden hat. Also wie will ich Privacy übersetzen, wie will ich irgendwie, also das haben wir bis heute nicht geschafft, wenn wir ins Grundgesetz gucken beispielsweise und wir sehen da, die ganzen Thesen sind da, Paragraph Nummer 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich finde das bis heute noch nicht übersetzt in die digitale Welt. Und da muss eigentlich ja eine Regierung her, da muss die Politik her, die müssen da den Rahmen setzen. Aber dafür muss ich das wirklich ganz in der Tiefe verstanden haben, wo die Schwierigkeiten sind, damit man da die richtige Abzweigung nimmt. Also auch in den Ministerien, glaube ich, braucht es eine digitale Bildung an der Stelle. Eine sehr differenzierte Antwort jetzt darauf. Ja, muss ja auch in der Hochschule möglich sein. Ich glaube, ich fange mal mit einem Punkt vorweg an. Erstens, Sie haben recht, wir können in unseren Arbeitsformen auch in den Behörden noch viel agiler werden und wir werden es auch. Das dauert vielleicht länger, als manche mit dem lustigen Beispiel des Baltikums um die Ecke kommen. Das sind dann so Vergleiche von Äpfeln und Birnen. Wir werden sozusagen unsere gesamten Vorgänge, das hört sich ja grauenhaft staubtrocken an, die werden wir elektronifizieren. Dadurch wird sich auch unser Arbeiten in den Ministerien verändern. Das ist sozusagen ein Bereich, der stattfindet. Und der wird in den nächsten Jahren zu auch viel agileren, fluideren Formen führen. Wir sind da dran. Das ist sozusagen die eine Seite. Wogegen ich mich wehre, ist sozusagen das dichotomische Herangehen. Die Politik muss das erstmal lernen, dann und so weiter. Weil ich eines gelernt habe in den letzten Jahren, wo ich mich mit Digitalisierung beschäftige. Ganze Industrie- und Handelskammern sind unterwegs, um kleinen und mittleren Unternehmen zu helfen, die digitale Welt zu verstehen und entsprechende Geschäftsmodelle aufzubauen. Es gibt in den Schulen, die sind noch lange nicht so weit, es gibt in den Schulen Diskussionen, auch dichotomisch geführt, wo es Gruppen von Lehrerinnen und Lehrern gibt, die sozusagen den Einzug des Smartphones in der Schule für didaktisch-pädagogisch grundfalsch halten. Es gibt andere, die sozusagen an der Stelle viel weiter sind und weiter denken. Und so gibt es auch im Bereich der Politik, im Bereich der Verwaltung Strömungen, die sozusagen gerne noch mehr Drang und mehr Druck dahinter hätten, und andere, die sozusagen noch mal etwas abwehrender sind. Und wenn ich Herrn Santarius nehme, dann sind Zeitfenster, in denen man auch mal nachdenkt und überlegt, in welche Richtung man geht, offensichtlich im politischen Diskurs nicht ganz falsch. Also insofern sehr differenziert. Natürlich müssen wir an vielen Stellen auch noch besser werden. Wir sind aber auch nicht so schlecht, wie es manchmal erscheint. Und das Lernen bezieht sich sozusagen auch auf alle.
Und diesen Diskurs, da wiederhole ich mich nochmal, den wir hier heute führen, ist einer, der zum ersten Mal gemeinsam zwischen Tech-Szene und Nachhaltigkeitsszene in so großem Maßstab geführt wird. Den müssen wir fortsetzen. Stichwort aus dem Wuppertal-Institut, was tun wir selber noch im Bereich von Technologien etc. pp. Wir sind bei der sogenannten Green IT als Umweltministerium auch dabei, um dafür zu sorgen, dass die Infrastrukturen, die wir beschaffen und die wir aufbauen in der Bundesrepublik Deutschland, in den Behörden entsprechend an den Nachhaltigkeitszielen ausgerichtet werden, als ein Beispiel dazu. Andere Fragen der Regulierung, die unser Thema übersteigen, ist die Datenschutzgrundverordnung, die der Kollege eben schon erwähnt hat. Also an vielen Stellen finden Regulationen statt, die sozusagen aber auch derzeit, wie Regulierungen immer, bestimmten Entwicklungen folgen. Sehr schön, vielen Dank. Wir biegen jetzt, nein, wir sind schon auf der Zielgeraden angekommen. Genau, kurz davor. Ich möchte Ihnen dreien jetzt allen nochmal zwei Schlusssätze gönnen. Und zwar haben wir das Panel eröffnet mit der Frage, was ist in 10 Jahren alles gut gelaufen, wenn Sie heute vieles richtig machen? Ich habe gehört, dass wir demnächst eine neue Bundeskanzlerin oder einen neuen Bundeskanzler suchen. Könnte auch ein Mann wieder werden. Zwei Sätze. Was würden Sie machen, Andrea Bauer, wenn Sie morgen zur Bundeskanzlerin gewählt würden, um tatsächlich die großen Menschheitsherausforderungen Klimawandel und Digitalisierung gemeinsam zu lösen? Nichts Geringeres als das. Zwei Sätze, ich zähle die Kommata. Zwei Sätze, oh Gott. Ich würde Digitales und Umwelt als ökonomisches Querschnittsthema in der Politik behandeln. Dankeschön. Dafür würde ich den entsprechenden Minister oder die entsprechende Ministerin suchen. Deal. Ich würde sofort die Kartellbehörde anweisen, ein neues Monopolrecht für die digitale Wirtschaft zu entwickeln, damit wir diese Machtkonzentration stoppen und in der Zukunft überhaupt noch fähig sind, agieren zu können gegen diese Übermacht des Kapitals, die sich da in der digitalen Ökonomie zusammenbraut. Herzlichen Dank. Und damit sind wir tatsächlich auch am Ende. Den Applaus, den dürfen Sie mitnehmen für Ihre Beiträge. Herzlichen Dank.